Hey, und jetzt willkommen zurück auf dem kleinen Painter. Wir haben vor, Tower of Challenge zu gehen. Davor machen wir aber etwas, was wir ja schon längst mal hätten machen sollen, und zwar unsere Minion-Funktionen freischalten. Wir haben ja eh das eine Item geschenkt bekommen, ansonsten könnten wir es im Goldsand-Shop für nicht viel China kaufen. Und es ist einfach praktischer, sich vom Pet buffen zu lassen. Ich brauche nicht die, warte, die will ich nicht aktiv haben. Jetzt müssen wir da vorne rechts ein bisschen umgestalten. Die Autoloot-Funktion und die Buff-Master-Funktion packen wir rein. Dann packen wir noch das passende Buff-Food rein. Das sollte physisch am besten sein. Wir gehen jetzt, nehmen das Beste, was wir jetzt gerade haben. Wir können uns auch einen Trank reinpacken. Das ist eigentlich relativ egal. Ich meine, die natürliche Heilung ist eh nicht so. Und statt einer Scroll müssen wir dort jetzt, also, wir können Scrolls benutzen. Keine Pots. Sondern wenn wir da was benutzen müssen, müssen wir unsere Transformationsrolle benutzen. Und ich suche gerade verzweifelt im Inventar meine Transformationsrollen. Wo sind die? Hä? Hab ich keine mehr? Der Schar hat keine mehr. Ja gut, dann müssen wir erstmal kurz welche einkaufen. Sagen wir 100 Stück müssten reichen. Nicht 1000. Ach, da vorne waren sie. Ja gut, okay. Waren aber eh nur 13. So, wenn wir das jetzt alles aktiv haben und dann innerhalb auf Aktivieren klicken, wird all das, was wir gerade gemacht haben, aktiviert. Was ganz praktisch ist. Ja. Wir geben hier erstmal die Quest ab. Die haben wir irgendwo in Darkroom angenommen. Quasi nach dem Motto, geh in Tower of Challenge rein. Schau dir die Instanz an. Bitte Leute, bedenkt, ich bin schlecht als Painter. Ja, ich habe noch gar keine Spielerfahrung. Mir fehlt auch noch ein sehr wichtiger Divanion-Skill, wenn ich das richtig sehe. Und zwar der Multicast von diesem AOE. Der macht bei weitem mehr Schaden. Und ist zweimal. Also, ja, der ist wichtig. Das sehe sogar ich. Das hier gehen wir ab. Und können, sobald wir ihn anquatschen, startet es. Wir können aber unser Buffen mal anschmeißen. Seht ihr? Und jetzt ist alles drei ab und wird uns immer wieder nachgebufft. Bitte achtet darauf, euer Buff mir auszumachen, wenn ihr nichts Wichtiges mehr macht. Ansonsten, ja, ihr verschwendet gerne mal Mats. Wir schauen einfach mal, wie hoch wir als sehr unerfahrener Painter so kommen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Schaden wir machen. Deswegen ist das alles hier ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich habe auch meine Skills ein bisschen umgelegt, so wie ich... Ich habe das ein bisschen scheiße gesetzt. Aber nur ein bisschen. Komm, wir hauen da mal den 30% drauf. Ich habe mir eine Skillkette gemacht, wo erst der 30% und dann der 10% ist. Weil wenn der 30% ab ist, kann ich ihn benutzen. Wenn der 10% ab ist, steht er dort eigentlich. Muss ich gleich mal schauen, ob das wirklich so klappt, wie ich es mir denke. Ey, ich mache halt gar keinen Schaden, ne? Ja, da ist der 10% wieder. Ja, super. Genauso, wie ich das wollte. Ja. Und zur Not habe ich auch noch den 10% außerhalb, falls ich nur den 10% legen will und den 30% für später noch brauche. Ja, ich habe meinen persönlichen Bestscore gesetzt. Dass das jetzt nicht viel heißt, weil er echt mies ist, ist, glaube ich, allen klar, aber naja. So. Ah, es trifft fast alle. Diesmal hat sich noch so ein kleines bisschen nach hinten gesetzt, was ein bisschen ungünstig war, aber vom Prinzip her war es schon mal viel, viel besser. Jetzt setzen wir mal hier diesen blub, blub, blub unter mir. Ist ja auch eine AOE. Man merkt halt echt, dass ich nicht so viel Schaden habe auf PvE wie mein Main. Also ich merke es. Die 5000 physisch bzw. allgemeine Attack-Unterschied sind schon spürbar. Boom. Also wir müssen noch viel am Gear tun. Ist okay, der braucht noch neuen Schmuck, sonst hat er nicht genug Attack. Aber er hat zumindest das Event-Gear und ist damit auch schon einen enormen Vorteil. So, auf die Olle. Schmeiß mir den Skill und den Laser. Das ist ja der Divanion-Laser. Okay, es hat ganz schön viel Schaden gemacht. Wir müssen mal einmal durchlaufen. Sonst kriegen wir diesen unnatürlichen Hit ab. Wir müssen natürlich versuchen, immer möglichst dem Schaden, der so kommt, auszuweichen. Können wir nebenbei einen Pot nehmen. Jetzt machen wir hier die Mobs down. Wirklich, ich habe keinen Anspruch an die Instanz. Wir kommen so hoch, wie wir kommen. Draußen wird irgendwo gebohrt oder sowas. Keine Ahnung, was das für Sounds sind. Wir laufen mal ein bisschen aus dem Skill raus. Ah, okay, trifft mich der andere Skill. Nicht so schlimm. Weißt du, wie jetzt? Ich möchte jetzt wirklich nicht meinen 30% ersetzen. Ne? Das wäre schlichtweg... Ah, oh, warte, Steuerung 9 muss ich drücken. Warte, 9 abbrechen, Steuerung 9 und dann jetzt hier. Das wäre dumm gewesen, würde ich jetzt hier noch meinen 30% ersetzen, weil ich ihn gerne in der nächsten Ebene setzen würde und der ja einen gewissen Cooldown hat. So, gehen wir mal. Ja, komm, öffne die Tür. Danke sehr.
Unsere GK könnten wir auch noch setzen. Ach nee, das ist ja gar keine. Doch, das GK. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass der hier ins Feuer geht. Sobald er im Feuer drin ist, kriegt er von mir den 30%er. Dann machen wir den hier, setzen unsere Moment GK. Ja, doch, ist richtig. Halten jetzt hier erstmal natürlich ganz normal unseren Laserstrahl drauf. Werden jetzt, sobald der aufhört, hier unsere Colorbomb hinsetzen. Dann dashen wir einmal durch ihn durch. Ah, wir müssen ja schnell ran, sonst läuft er noch. Wir setzen nochmal. Einmal Knockdown, ungeil. Er hat gerade nicht mehr den Skill drauf. Achtung. Komm her. Komm hier hin. Oh Junge, ich will nicht nur einen Schaden machen. Komm her. So ist besser. Jetzt hätte ich noch den 10% draufhauen können, sehe ich gerade. Egal. Passt schon so irgendwie. Ja, ich muss sagen, mit dem SM fühle ich mich hier viel, viel, viel wohler. Aber das ist so. Geht das eigentlich? Nein, okay, die anderen Ticks sind auch alle eins. Hätte ja sein können, dann hätte ich nicht mit ihm nochmal hier reinlaufen müssen. Also, das ist ja hier alles suboptimal, ne? Mann. Definitiv nicht meine Lieblingsklasse in dieser Instanz. So, machen wir die beiden hier kaputt. Naja, hau ruhig von der anderen Seite auf mich drauf, ist okay. So, dem setze ich jetzt das rein. Dann haben wir eben den hier. Vielleicht kriegt er schon genug Schaden dadurch. Wir wechseln mal das Target auf ihn hier. Das Schild können wir auf jeden Fall kaputt machen. Na, das. Wir machen einfach hinterm Schild Schaden. Das ist mir auch aufgefallen, als ich eine Vertretung hatte, hat der Painter einfach hinter dem Schild Schaden gemacht und, das benötigt einen Hotfix. Das ist nicht der Sinn von der Vertretung, dass man einfach sagen kann, mir egal, ich mach dahinter Schaden. Das ist halt einfach stupid. Ne? Stupido. Oh, jetzt gehst du auch noch runter. Okay, du hast nicht mehr so viel Schaden gekriegt, wie ich dachte. Hätte ja sein können, man darf ja noch hoffen. So, wir ziehen uns ein bisschen TP von ihm, das reicht schon. Wir setzen den Damage-Skill drauf. Den Damage-Laser auf Doom, den ich ja zum Glück habe. Sonst wäre das hier nochmal schwerer. Also, gut. Schwer ist es ja alles so halbwegs, ne? Es ist auf jeden Fall zeitaufwendig, das können wir sagen. So, ihn hier müssen wir zerstören, da brauchen wir auch nichts abzuwarten. Da müssen wir tatsächlich einfach Schaden machen. Das heißt, wieder unseren Damage-Laser setzen, was ja relativ entspannt immer ist. Können erstmal hinter ihn laufen. Muss ja nicht unbedingt jeden Skill abkriegen. Ach nee, warte, das war der Loot, den ich gerade drauf gemacht habe. Das war nicht so schlau. Ich muss doch ein bisschen lernen, welche Skills was bedeuten, ja. Bitte verzeiht mir das. Da kann schon mal passieren, dass ich aus Versehen einen falschen Skill setze, so tendenziell falsch. Natürlich niemals so richtig falsch, ne? Also ich werde jetzt hier nicht anfangen, GK zum Hirn zu benutzen oder so etwas. Das ist mir klar. Deswegen ist das auch auf einer Taste, die ich normalerweise nicht drücken würde. Ja? Also, die sind ja extern gelegen. Mit Absicht. Damit ich mich nicht verklicken kann. Ja, hier ist die Chance dazu habe, mich zu verklicken. Ich werde mir auf jeden Fall im Forum noch den Painter Guide ein bisschen genauer durchlesen. Halt, ich brauche aber wirklich den Devanian-Skill, den einen, sonst ist das schwer, die perfekte Rota zu spielen, wenn man nicht den perfekten Skill hat. Na, weil es ist halt auch ein zeitlicher Unterschied, ob man den einen Skill einmal raushaut oder zweimal. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf den Dicken los. Wir hätten eigentlich eine AOE machen können. Oh Gott, drückst du mir Schaden. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen laufen. Oh, anscheinend entweder der Pot hat es jetzt beendet oder es wäre sowieso zu Ende gewesen. Das kann ich euch natürlich nicht beantworten. Aber es wirkte ein bisschen, als hätte der Pot gerade den Skill beendet. Ungünstiger Stun. Ja, ich bin hier raus. Oh, hat doch noch geklappt. Ja, scheiß Vieh. Hör auf, mir hinterher zu laufen. Sind Painter nicht auch ungefähr das, was am allerhöchsten kommt? Ich fühle mich momentan noch nicht so gut. Aua, ich muss jetzt gleich mal den TP-Skill ziehen. Nochmal. Selbst mit einem 30%, ist egal. Hauptsache wir kriegen TP. Das ist halt jetzt wirklich wichtig. Wir haben unglaublich viel Schaden bekommen von ihm.
Und das dürfen wir nicht so auf uns sitzen lassen. So, der ist kaputt. Jetzt müssen wir noch seinen kleinen Kompatre töten, was ich mir super unnötig finde. Weil vom Jos könnte der auch die spawnen. Der ist eigentlich... Nein. Unnötig! Das gehört, lieber Mob. Du bist unnötig. Ich erachte dich als nicht wert für diese Instanz. Vorteil ist, dass der Kubus von meinem Main mitwirkt. Och, ihr würdet mich ja interessieren, ob der Strahl, wenn er hier den 1 gemacht, ihr wisst schon welchen, ne? Ob der weiterhin dann TP kriegt oder nicht. Evil Awakening, genau. Jetzt soll ja auch keinen Strahl. Wir könnten den Strahl setzen. Okay, den hat er eh gedodged. Also. Wieso habe ich gerade Schaden gemacht? Warte, das muss ich nochmal testen. Jetzt mal ja auch einen Schaden. Okay, aber die Fist hat warum auch immer gerade eben Schaden gemacht. Ich meine, wir haben es ja auf Video, dass er es gemacht hat. Wir werden definitiv... Wir haben keine hohen Resistenzwerte. Das ist so wahrscheinlich, dass wir in den Resist kommen. Das ist unglaublich. So, dann können wir... Dann können wir abwarten. Jetzt aber. Er hat halt... wirklich viele TP und ist so ein kleiner Stopper, nenne ich es mal, vor den nächsten paar. So, jetzt setzen wir diesen Strahl hier. Der ist noch draufgekommen. Geil. Wir können ihm weiterhin normal Schaden machen, das ist halt übelst der Vorteil. Das heißt, man spart sich einfach oder man rotiert halt so, dass es genau mit dem Skill hinpasst. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das dazwischen ist. Und dann klatscht man den dem Strahl entgegen, wenn er kurz davor ist, anzufangen. Das ist natürlich super einfach dann. So, wir kriegen den Pacher ab. Darauf müssen wir jetzt noch warten. Wir können aber jetzt mit 30 Pro... Och, komm, bitte. Bitte resiste einfach. Oh, lol. Das ist ja bescheuert. Wenn mein Mjol mich bufft, brechen meine Laser ab. Das finde ich bescheuert. Wie hat sich das denn ausgedacht? Kann das Mjol da nicht warten? Okay, okay. Nachteil des Mjols definitiv. Das kann schon mal sehr ungünstig sein, würde ich sagen. Hoffentlich strahlt der Strahl noch eine Zeit lang, während Evil Awaken. Mit ganz viel Glück kriegen wir ihn sogar noch tot. Nein, nein, wir müssen noch mal warten. Schade! Können wir halt nichts dran ändern, ne? Wir müssen... Das geht drauf? Okay. Naja, es macht halt auch keinen Schaden. Ich wollte es einfach mal testen. So, jetzt aber. Okay, es hat seine Zeit genommen, ihn zu töten. Definitiv. Meine Güte, war das lange. Jetzt haben wir das Pony, das zum Glück mich nur einfach umlockt und dann reicht das auch. Geh mal ein bisschen spazieren mit ihm, ne? Komm, komm an der Leine. Ja, feines Pony. Ja, süßes Pony. Ich hätte eigentlich warten müssen, das ist dumm. Auf den Airbind. Ne? Gehen wir nochmal spazieren? Ja, ne. Jetzt werden wir hochgehoben. Jetzt muss er uns auf den Boden schmeißen. Wir hätten halt auch das uns da rausholen können, aber letztendlich ist es egal. Wir liegen bei beiden ungefähr gleich lange unten auf dem Boden. Also das war jetzt nicht so der mega Unterschied. Das ist nicht nach dem Motto, dadurch werden wir eine Ebene verlieren. Nein. Weißt du, ich liege auch Ewigkeiten auf dem Boden rum, deswegen ist es voll egal. Ich würde ganz gerne mit dem Skill eben genau auf den 30% erwarten. Jetzt setze ich den großen Damage-Skill. Jetzt werden wir in Airbind gehoben, können aber jetzt direkt wieder runter, ne? Weil wir abgewartet haben, schauerweise. Wir müssen beide uns auch einen TP-Strahl machen. Ich krieg's mit. Aber noch... Okay, jetzt wurden wir eh unterbrochen beim Strahl. Komm, komm, komm. Einmal hoch, einmal wieder TP ziehen. Das ist ja der enorme Vorteil beim Painter. Dieser unglaublich starke TP-Strahl. Der ist halt wirklich... Wow. Kann ich auch nichts mehr zu sagen. Mich interessiert es wirklich, wie hoch ich jetzt komme. Also... Ebene 10 ist ja jetzt wirklich schwer.
Wir ziehen mal unsere Gefängnisfreikarte. Ich glaube, dass wir dort sterben werden, dass wir nicht genug aushalten für Ebene 10, aber wir werden es gleich sehen. Also entweder genug aushalten oder genug AOE machen, aber ich glaube, Ebene 10 wird uns töten. Schlichtweg, weil wir es wohl nicht hinkriegen. Oder doch? Nein, 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 nein. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Wirklich, das sieht mega mies aus. Wir ziehen uns zwar mit unserem TP-Strahl hier ein bisschen gegen, aber so grundsätzlich, das sieht echt nicht geil aus gerade. Einen haben wir tot gekriegt. Jetzt hat unsere Gefängnisfreikarte gedodged. Also eingewirkt, aber wir können maximal jetzt hier noch einen Damage-Strahl machen. Oh, da will ich nicht reinlaufen. Aber unser TP-Strahl ist halt nicht ab, ne? Oh, okay, ich bin aus der Range aus Versehen rausgelaufen. Da dodgen wir jetzt mal kurz nach hinten. Wir versuchen halt auch noch der Ollen zu entgehen. Aber jetzt gleich wird es das sein. Okay. War ein Auto-Attack. Aber ich finde, fürs erste Mal mit einem Painter voll okay. Vor allem, man lernt halt wirklich die Spielweise dazu, wenn man spielt. Ich spiele ja den sonst fast nie. Das ist halt richtig gut. Ja. Wir haben natürlich hier Kubusse bekommen, keinen besonders hohen. Wir sind ja auch nicht besonders hoch gekommen. Mir fehlt halt immer noch von den Silber und so weiter ein bisschen was, ne? Bin halt ein bisschen faul. Und ich habe immer Pech, wenn ich bis nach oben komme. Ich scheitere ja immer an der blöden Brigger-Hexe da. Oder welche auch immer die ist. Dass ich vorher noch kein Platinum gekriegt habe. Man kann vorher Platinum kriegen, aber es ist echt unwahrscheinlich. Also, umso höher, umso häufiger gibt's das. Naja, aber es sind ja nur TP. Das, was ich meinte, hat Kubus, den ich auf Main gefarmt habe, hat natürlich auch einen Vorteil für meinen Twink. Ich kriege allein dadurch physischen Angriff plus 274. Mir fehlt noch ein bisschen, na klar. Und Silber? Echt? Ich dachte, mir fehlt nur noch Gold. Gold habe ich als einziges voll. Ja gut, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, wenn ihr Tower of Challenge versucht. Macht es einfach, einmal kurz platzieren, dann kriegt ihr nämlich eine Belohnung nach der Woche, wenn dann die Belohnung rausgeschmissen werden. Und ich würde sagen, bis denn.